Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sekiro. Und ja, wir können uns ja jetzt ein bisschen entscheiden, wo wir hinwollen eigentlich. Denn theoretisch könnten wir ja, glaube ich, drei Wege gehen. Ja, da ist ein Weg, da ist ein Weg, da ist ein Weg. Fangen wir einfach mal, oh, ich weiß nicht. Fangen wir von links nach rechts an. Können wir hier noch irgendwas machen, hier hinten? Ach, guck mal. Leichter Geldbeutel, ein Geldbeutel mit einer Handvoll Zen. Kannst verwenden, wenn um die Zen im Inneren zu erlangen. Hat ein recht befriedigendes Gewicht. Die Zen in diesem Geldbeutel gehen beim Tod nicht verloren. Ah, cool. Gut, aber jetzt muss man woanders links gehen, ne? Gut. Dann gehen wir mal hier links. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wirklich mal hier diesen linken Weg. Keine Ahnung, wo es hinführt. Willen zu sehen. Sag mal, was willst du denn zeigen? Okay. Von der anderen Seite verriegelt, okay. Achso, man kann sich da so gegenstellen und kann dann theoretisch dadurch. Okay, also wir kommen hier nicht weiter. Oder vielleicht ist das auch später eine Abkürzung. Höchstwahrscheinlich. So, dann müssen wir mal einen anderen Weg gehen. Okay. Dann nehmen wir den mittleren Weg. Oder was war das denn hier nochmal? Die Figur das Bildhaus besuchen? Machen wir mal. Nee, es sind nur Rasten. Quatsch. Weiß ich schon nicht mehr, was das war. Dann gehen wir diesen Weg. Was sagt die Reliktien denn? Also, wenn dir jeder nur so einen Quatsch reinbringt, dann bringt es natürlich. Mit dem Greifhaken der Shinobi-Prothese erreichst du Orte, die andere unerreichbar wären. So kannst du die erhöhte Position nur zunutze machen. Ein rundes Symbol zeigt Greifpunkte in der Nähe. Wenn es grün wird, ist der Greifpunkt im Reichweite. Okay, testen wir mal. Du heilige Scheiße, wie cool ist das denn mit dieser... Das ist ja mal ziemlich lässig. Aber einfach so kann ich nicht rauskommen. Okay, da habe ich noch nichts. Das hätte jetzt rechts auch schon was, aber da habe ich noch gar nichts. Ashina-Umland. Hier kann ich jetzt rasten, theoretisch. Warte mal, das können wir doch mal machen, ruhig. Das kostet uns ja nichts, ne? Jetzt kannst du zwischen zwei Figuren reisen, die du bereits besucht hast. Okay, wir wollen nur rasten. Wir rasten mal kurz hier. Falls, dann können wir direkt wieder hier anfangen gleich, ne? Gut. Was für ein cooler Typ ich bin. Ungos Konfekt. Ein Konfekt aus dem Seno-Tempel. Von Ungo gesegnet. Reduziert kurzzeitig den Vitalitätsschaden. Man erhält den Segen, indem man das Konfekt verzehrt und die Ungo-Haltung einnimmt. Der Geiststurz entstammt im Übermaß an Karma des Menschen. Man muss hart auf das Konfekt beißen und es ertragen. Die Senpo-Mönche verteilten dieses Konfekt in Ashina als Tribut an ihre Militärhelden. Okay. Feinde lassen Beute wie Objekte oder Geld fallen. Du kannst Beute von mehreren Feinden aus der Distanz sammeln. Gefundene Objekte sind anders. Zum Aufnehmen musst du dich ihnen nähern. Okay, drücken, halten, Beute sammeln. Okay. Okay. Ich finde dieses Schwingen ziemlich cool. Muss ich zugeben. Das ist auch alles nicht so einfach hier, ne? Ich meine, da unten ist auch schon wieder einer.
Ach, das sind dann auch eingesammelt, direkt von dem Typen. Das ist natürlich cool, wenn... Ich bin natürlich schneller. So, hier kann man die Tür aufmachen. Okay, kann man nicht. Gut, dann gehen wir hier weiter. Ah, verdammt! Komm hoch! Oh. Keramiksplitter, ein Stück Keramik, das bei einem Wurf mit einem kräftigen Knacken zerbricht. Wirf es auf Feinde, um sie abzulenken. Das Werfen und Zertrümmern dieser Stücke war unter den Kindern von Stima sehr beliebt. Selbst als Erwachsene erinnern sie immer noch gerne an die alten Spiele. Okay. Handvoll Asche. Okay. Können wir ablenken damit? Was habe ich denn da jetzt noch? Ist doch was auch. Guck mal, hab ich gerade eben gar nicht gesehen. So, mal schnell. Ungus Konfekt, okay. Wir sind hier oben längs. Ich glaube, da hinten kommen wir. Ich sehe jetzt, da hinten ist noch jemand, oder? Ich sehe gerade keinen. Ist das ein Wolf da unten? Anscheinend, okay. Wölfe gibt es hier auch. Blöder Köter. Eieieiei, okay, Wölfe sind ja auch noch. Okay, okay. Hat ja mit allen möglichen Missgeburten zu tun, würde ich gerade sagen. Ah, guck mal hier, können wir uns direkt... Okay, es sind natürlich viele von den Bildhauerfiguren hier, was natürlich cool ist. Das heißt, ich könnte jetzt einfach wieder rasten. Dann sind natürlich vielleicht die Gegner wieder da. Wann ist das so, ne? Sind die Wölfe wieder da? Ja, die Wölfe sind tatsächlich wieder da. Das ist natürlich wirklich nervig. Okay, war hier noch mehr? Oder da hinten, ne? Okay. Das mag er wohl nicht, der Wolf. Keramikspitter, okay. Wir gehen mal hier längs. Ich weiß nicht, ob hier was ist, aber hier ist nichts. Da kann man nicht nur dran vorbeischleichen. Da kann man durchschleichen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Wurfsternrad. Ein vom mechanischen Genie Dogen gebautes Gerät wird durch Einbau in die Shinobi-Prothese zu einem funktionierenden Prothesen. Ach, als erstes Modul, okay. Es passen überraschend viele Wurfsterne ins handtellergroße Wurfsternrad, da die Ränder zum Stapeln gedacht sind. Ein gutes Beispiel für was durch Kombinieren von Feinmechanik mit dem Talent eines Shinobi entsteht, okay. Prothesenmodul anpassen, ja, das machen wir. Okay, dann müssen wir natürlich zu unseren Typen zurück, das können wir doch mal machen. Müssen wir jetzt als erstes machen? Nö, warten wir noch. Lass mal ein bisschen rumgucken, was wir hier noch so finden.
hier irgendwelche Leute noch rumschnabulieren, die wir niedermetzeln können. Anscheinend noch nicht. Dann gehen wir hier runter. Hier wird kein Gegner, ne? Ne, okay, gehen wir hier weiter. Warte mal, war da drinnen was? Sah das jetzt nur so aus? Ne, war nichts, okay. Lass uns hier weitergehen. Gut. Da steht so ein... Oh, warte. Wer ist der? Was ist denn das für ein Gockel da oben? Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Goggle töten musste, aber wie geil ist das denn? Was ist er denn für ein... Steht hier aber so ein fetter Hahn. Das nenne ich mal einen großen Black Cock. Alter Schwede. So, gucken, was er macht hier. So, mal gucken, ob er uns einen Tipp gibt. Zeig mal, was du gemacht hast. Na, er steht und beobachtet. Ganz cooler Typ. Okay, geht runter. Er rennt hin. Kämpft mit dem gleich, okay. Ja, macht vielleicht Sinn. Kann ich ihn auch irgendwie. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, ihn zu besiegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Drücken kann ich auch nochmal rüber. Oh, ein paar Kügelchen, die können wir immer gebrauchen. Okay, da kann ich nicht hoch. Kann mich auch nicht ran schwingen. Hier kann ich runter. Er steht da. Die Frage, ob man von hinten vielleicht killen kann, den Typen. Das ist ein... Okay. Manche Feinde wenden gefährliche Angriffe an, die nicht abgewehrt werden können und ein Gefahrensymbol zu erkennen sind. Bei einem solchen Angriff musst du gut aufpassen und entsprechend reagieren. Bei Stoßangriff Treffer parieren, A von Rundumangriff Treffer springen, springen oder Sprinte bei Greifen aus der Reichweite. Kann ich wieder regenerieren, wenn ich weg bin eigentlich? Würde mich auch mal interessieren. General Naomori Karawada. Oh, shit! Nach einem Nischen am Boden zu bleiben, bedeutet sicheren Tod. Ja. Oh nee. Ich dachte, ich hätte den gerade, wie nennt sich das? Pariert. Hab ich wohl nicht. Treuer Wolf, nimm mein Blut und lebe wieder. Wie bitte? RB auferstehen.
Mit dem Blut des göttlichen Erben kannst du durch Auferstehungsmacht von den Toten zurückkehren. Eine Ladung wird durch Rasten bei einer Figur wiederhergestellt. Diese gefallen dir für weitere. Nach ihrem Einsatz kannst du sie erst wieder nutzen, indem du Gegner ausschaltest oder Todesschläge ausführst. Ach, Quatschi. Alter! Eine lose Gebetsperle. An einer Figur des Pillars 4 davon anzubringen, erhöht die Maximalität und Haltung. Okay, wir haben eine Perle. Kürbissamen, einen Samen. Den müssen wir Emma bringen, damit sie unsere Dings besser macht. Okay. Das Geld sammeln wir ein. Cool. Ah, es gefällt mir. Muss ich sagen. Hand von Asche haben wir wieder. Okay. Gibt es hier noch mehr, was man einsammeln konnte? Man muss schon ein bisschen aufpassen bei denen, aber ein paar coole Sachen kann man ja auf jeden Fall machen. Oh, da. Theoretisch kann ich doch reisen jetzt, oder? Achso. Die Option Körpermerkmale verbessern wurde in Figur das Bild aus dem Menü freigeschaltet. Hier kannst du 4 Gebetsperlen ausgeben, um eine Gebetskette herzustellen, die deine maximale Vitalität und Haltung dauerhaft erhöht. Aber kann ich ja noch nicht, weil ich habe ja nur eine, okay. Dann reisen wir mal. Maroder Tempel. Reisen wir da mal hin. Nachlassverwalter. Die Nachlassverwalter sind Händler, die ihre Waren als Opfergaben verkaufen. So schnell kann ich es nicht lesen. Aber jetzt müssen wir doch einfach zu ihr gehen und gebe ihr diesen coolen Samen. Ist irgendetwas anders? Ja. Und was? Ich bin gestorben. Dann habe ich die Stimme des göttlichen Erben gehört. Und plötzlich war ich wieder lebendig. Ihr seid also gestorben. Und lebt jetzt wieder. Das heißt also, es hat etwas mit Auferstehung zu tun. Auferstehung? Kurosama. Man sagt, das sei die Macht des Drachenerbes, des göttlichen Erben. Wer die Macht der Auferstehung erhält, wird nach dem Tod wiederbelebt. Immer wieder. Unmöglich. Ja, es ist ziemlich seltsam. Und dennoch geschieht es hier und jetzt. Lasst mich wissen, wenn ihr noch mehr Veränderungen bemerkt. Ich glaube, dass die Macht der Auferstehung einen Preis hat. Das glaube ich auch. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, werter Wolf. Kürbissamen geben. Sind das Kürbissamen? Ja. Bringt sie her. Legt die Samen in die Kürbisflasche. Perfekt. Jetzt erhöht sich die Menge des Heilwassers in eurer Kürbisflasche. Ah. Welch seltsame Medizin. Ist es seltsam? Ich verüble es euch nicht. Wenn es effektiv ist, ist es ein Grund zum Feiern. Ob seltsam oder nicht. So hat mein Mentor Dogen es mich gelehrt. Ich verstehe. Bitte bringt mir weitere Kürbissamen, solltet ihr welche finden. Ich müsste die Menge an Heilwasser damit weiter steigern können. Ja, cool. Wiedersehen. Wiedersehen. So, wir gehen nochmal rein. Wir haben ja ein Modul gefunden, da kann er uns auch schon helfen. Ich habe etwas gefunden. Ein Shinobi-Modul? Ja. Ich habe dir bereits erzählt, dass deine Prothese ein Fangzahn ist. Und durch den Einbau von passenden Shinobi-Modulen in deinen Arm kannst du die Form dieses Zahns verändern. Feste Schilde, mach Kleinholz aus ihnen. Flinke Gegner, erledige sie aus der Ferne. Je mehr Module du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du, deine Feinde zu besiegen. Wenn jemand erledigt werden muss, gibt es dafür auch das passende Modul. So einfach ist das. Ja, cool. Anscheinend wisst ihr eine Menge über die Prothese. Ich sollte mich beruhigen. Je länger ich von Blut spreche, desto dämonischer werden meine Skulpturen. Gib her, ich baue das Modul für dich ein. Ja. Reguläre Shinobi-Module, die du in der Welt findest, können im Menü neues Prothesenmodul herstellen, an die Shinobi-Prothese angepasst werden. Mach mal.
Ja. Ein Wurfsternprothese wurde eingelassen in die Shinobi-Prothese. Verbraucht Geistembleme. Mit einer flüssigen Bewegung wird ein Wurfstern geladen und auf ein Ziel abgefeuert. Der Wurfstern schädigt Vitalität und Haltung eines Feindes und fügt besonders springenden Feinden erheblichen Schaden zu. Wurfstern, RT, Angriff durch Angriff, okay. Ach, hab ich schon. Mehr kann ich nicht. Ja, richtig. Dieser gütig blickende Buddha dort drüben, stell mit ihm nichts Komisches an. Prothesenmodule sind angepasste Schnurrmodule für die Prothese. Sie werden im Ausrüstungsmenü ausgerüstet und verbrauchen Geistesembleme. Okay. Öffnen. Prothesenmodul ausgerüstet wurde freigeschaltet. Okay. Gut. Nein, nein. Ich wollte ihn benutzen. So. Okay. Ja, hier kann ich es noch nicht benutzen, ne? Okay, was ist denn? Geistembleme. Geistembleme werden zum Aktivieren von Prothesenmodulen benötigt und bei jedem Einsatz verbraucht. Erhalte Geistembleme durch Besiegen von Feinden in der Welt und durch Kauf bei Figuren des Bildhauers. Sie finden ihren Weg zu dir, wenn du in ihre Nähe kommst. Kann ich es mit dir machen mit der Figur da? Kommt vielleicht noch. Gut. Aber kann ich damit nicht zielen? Ich habe keine Geistembleme mehr. Na gut. Dann pass auf, dann machen wir hier. Wir rasten einmal. Und dann reisen wir. Umlandmauer, Fahrt zum Tor. Weiß nicht, welches Dichter war ich doch das hier, ne? Guck mal. Haltungserholungstempo beim Abwehren. Die Haltung erholt sich beim Abwehren schneller, wenn die Haltungswolf so gut. Okay. Die Wölfe wieder da? Ja, klar. Okay, das kann uns ja egal sein. Wir können erstmal darüber gehen. Ist er dann auch wieder da? Na, der Boss ist nicht da, oder? Ne, na gut. Den muss man wahrscheinlich noch einmal besiegen. Das reicht immer. So. Okay, also hier gibt es einige Gegner, wie ich sehe. Lass uns doch erstmal den da oben besiegen. Könnt ihr mich sehen, wenn ich hier oben rumbalanciere? Wahrscheinlich nicht, ne? Da der Gegner, ich habe ihn gerade nicht gesehen. Und wo schießt er? Und wo schießt der Typ? Seht ihr das? Ich sehe den nicht, ich weiß nicht, wo der schießt. Da hinten, ne? Her da oben, der Dicke. Ein Eppenklotz. Hab ich gar nicht gesehen. Jetzt fällt Stein auf mich. So, warte ich kurz ab.
kann ich gar nicht mehr. Alter Schwede, das sind ganz schön viele gerade, ne? Hätte ich mir vielleicht lieber schleichen sollen. Oh, okay. Oh nein, das war der erste Tod, ne? Kann ich auch Verstehung machen? Kriegen hätte ich mal gar nicht jetzt angreifen sollen. Das war schon ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie schlecht das sein kann. Gut. Mit der Hälfte der Erfahrung für den nächsten Sinn gehen den Tod verloren. Also lohnt es für immer fort. Man kann diesem Verlust nicht entkommen. Vielleicht der einzige Gnade. Okay, Verlust bei Tod. Die Hälfte der Erfahrung für den nächsten Fähigkeitspunkt und Sinn gehen okay. Das ist natürlich nicht so cool. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier müssen wir anders machen. Wir müssen ein paar mehr Schleichangriffe machen. Nee. Na, wir wissen ja, da hinten ist dieser Typ, der angreifen kann. Da können wir doch auch irgendwie hinterhinten hin, ne? Bin ich das gerade verkehrt? Ah. Komme ich aber nicht direkt hoch. Obwohl da unten ist auch irgendwas, ne? Hm. Hier, was ist ein Nest? Was liegt denn da? Leichter Geldbeutel, okay. Soll mich nicht sehen da oben. Da oben sind zwei, okay. Gut, das. Wo ist denn der Dicke überhaupt? Den habe ich noch gar nicht gesehen, aber der war ja irgendwo da, ne? Warum sitzen zwei? Warum gehen die beiden runter? Da ist auch einer. Schießen, aber egal. Hier links. Dann zwei, ne? Okay. Sangir. So, dass es möglich ist, den Kampf zu gewinnen. Ich fürchte, wir könnten unterliegen. Was? Uns wird nichts geschehen. Ishin-sama mag ja krank sein, aber er ist immer noch stark. Und Denichiro ist mit dem Bogen unschlagbar. Und dann ist da noch Gyobu, der Dämon. Ah, Gyobu, natürlich. Ein guter Einwand. Solange er bei uns ist, kann niemand das Tor der Ashina-Burg durchbrechen. Toll. Also wenn, dann muss ich ihn da unten als erstes killen.
Okay. Gut, gut. Keiner gesehen. Also runter. Mhm. Da geht auch noch einer. Da gehen sogar zwei. Wir gehen hier, also das ist so ein Dreier-Kombo, der längs marschiert. Aber wo kam denn der Dicke her gerade eben? Sitzt er hier irgendwo in der Ecke oder was macht er? Ja, anscheinend nicht. Hier. Alter, wo kommt der noch einmal her? Verdammte Axt, wo kommt der denn her? Ich meine, hab ich nicht mal ansatzweise gesehen. Der tritt dann ja. Oh nee. Wir müssen ihn trotzdem besiegen. Wir müssen leider wieder auferstehen. Hängt hier noch irgendwas, was ich schmeißen kann hier? Irgendwas perfekt. Okay, bringt mir nicht so viel, ne? Okay, warte mal. Wir müssen, glaube ich, nochmal hier ein bisschen Leben nehmen, sonst sind wir gleich drauf. Nein, das gibt's doch gar nicht. Ey, der trifft den Käfer. So. Alter.
dicker Typ, ey. Mann, Mann, Mann. Der war nicht ohne. Auch noch irgendwas, was ich hier einsammeln konnte. Habe ich es nicht irgendwo gesehen? Ja. Mibo-Ballon des Reichtums. Ein Mibo-Ballon mit Urquellwasser, getränkt mit dem Segen des Reichtums. Wenn man den goldenen Mibo-Ballon zum Platzen bringt und betet, erhalten alle auf diesem Wasserspritz für eine Zeit mehr Münzen. Mibo bedeutet Wasserleben oder im Wasser geborenes Leben. Die Erschienen erhalten die Quellwasser selbst für anbetungswürdig. Okay. So. Mein Gott, das sind schon wieder herausfordernde Kämpfe. Ich muss mich echt mehr auf mein Parieren und so konzentrieren. Oh, bist du das, Inosuke? Mein nee. Sohn, hast du den jungen Herrn gesehen? Ich bin nicht dein Sohn. Ich bin nicht dein Sohn. Da haben wir es wieder, Inosuke. Immer erzählst du mir, ich würde senil, aber eine Mutter kennt ihren eigenen Sohn. Wie dem auch sei, nimm diese Glocke. Sie ist ein Talisman. Ich habe sie für den jungen Herrn gemacht. Bitte, bete sie Buddha zu seinem Wohl an. Na gut. Kuros Glockenamulett. Ein Glockenamulett, das du von einer alten Frau bekommen hast, die dich bat, erst Butter darzubieten. Glockenamulette schützen ihren Besitzer durch den göttlichen Segen Butters. Besitzt man das Glockenamulett eines anderen, so ist es üblich, das Butter im Namen dieser Person darzubieten. Der Bildhauer im Maronen Tempel weiß, wie man es darbietet. Okay. Danke. Oh. Leichter Geldbeutel. Und? Oh, ist hier noch mehr Sachen. Leichter Geldbeutel. Okay. Yes, gleich mal so ein kleines Geheimnis gefunden hier, was? Auch nicht schlecht. So, hoch. Wer ist das? Wer ist da? Ist da jemand? Ja. Oh, diese Stimme. Nein. Kann es sein? Herr? Ich heiße Inosuke Nogami. Ich stehe im Dienst der Familie Hirata. Huch, das ist da oben deine Mama. Könntet ihr bitte nach der alten Frau in dem Haus dort sehen? Sie ist meine Mutter, aber sie hat den Verstand verloren. Sie kann Leute nicht auseinanderhalten. Ich habe eure Mutter getroffen. Sie gab mir eine Glocke. Das hat sie, oder? Vielen Dank dafür. Diese Glocke hat ihr schon lange, lange Kummer bereitet. Sie murmelte zusammenhanglos irgendwas darüber, sie würde sie Buddha anbieten. Okay, wir waren ja schon bei ihr, müssen wir nicht nochmal zurückgehen, ne? Oder sollen wir sagen, dass der Sohn tot ist? Das macht man, glaube ich, nicht, oder? So ein bisschen. Obwohl, na, warte mal. Geh nochmal hin, vielleicht kannst du irgendwas was Neues sagen, man weiß es ja nicht. Inosuke, hast du Buddha, hast du es bei dem Maul? Bestimmt findest du. Achso, okay. Und gibt nur Tipps. Da unten steht noch einer. Ich hätte auch den ganzen Weg eigentlich an den Leuten vorbeigehen können, einfach nur hier hinschleifen können. Oder auch nicht. Da ist noch einer. Aber man hätte auch von der Seite kommen können, wie man sieht. Nun gut. Gut. Ich muss trotzdem mal kurz da hoch. Irgendwie kommt das Gefühl, dass man da irgendwas hier noch ist. Nee, ist nicht okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier vielleicht irgendwie noch ein Geheimnis ist oder so, aber ist anscheinend gar nicht. Gut. Da unten sitzt noch einer, den müssen wir irgendwie mal kurz lautlos killen. Hat er uns gesehen da hinten? Nee, ne? Perfekt. Komisch, ne? Dass die eigentlich sehen immer. Ist sehr, sehr merkwürdig. Nein! Ah, ich werfe mal diese Ninja-Sterne. Ich weiß gar nicht. Vor allem die Ninja-Sterne. Ich meine diese komischen Ninja-Sterne. Hier sind da einer oder zwei. Da oben sitzt einer. Und da ist der. Okay. Okay.
sitzt er da rum und ist um sich, der Typ. Ist da irgendwas, womit ich mich heilen kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist natürlich blöd. Ich bin ja schon meinen zweiten Tod gehabt. Reduziert kurz den Vitalitätsschaden. Man erhält den Segen. Ich probiere das Ding einmal. Warte, da kann ich hoch. Guck mal. Wo ist denn der Feuerheini? Hab ich jetzt nicht gesehen. Da oben steht er, ne? Ist die Frage, ob man von hinten killen kann einfach. Mehr Gegner sehe ich jetzt gerade nicht. Man weiß ja nie. Schwarze Schießpulver. Diese schwarzen Körnchen sind eine Rohform von Schießpulver. Kann für euchmäßige Prothesenmodulverbesserung einschließlich solch mit Schießpulver und okkulten Mächten genutzt werden. Für diese einfachste Form des Schießpulvers gibt es viele Anwendungen. Also ich finde langsam mal so eine kleine andere Figur wieder. Und irgendwie kommt mir das langsam vor, als ob ich hier... Da unten kann man was einsammeln. Und uns... Kleine Kügelchen. Gut, die nehmen wir jetzt einfach mal. Weil ich nicht weiß, was noch auf uns zukommt. Ist hier irgendwas? Kann man da runter? Da kann man runter, ne? Oder bin ich jetzt verkehrt? Was ist das, so ein kleiner... Sterbe ich? Nee, okay. Gut, da kann ich auch hier hochseilen, aber ich kann auch den ganzen Weg hier längs gehen. Können wir jetzt nicht hoch? Können wir hoch, wenn wir springen, ne? Na gut, gehen wir jetzt mal hier längs. Gar nicht mal so easy peasy das Ganze hier. Man muss doch schon so ein bisschen. Okay. Sehr muss ich da springen und das Teil schießen wahrscheinlich, ne? Aber ob ich das dann auch schaffe, ist die zweite Frage. Da drüben ist auch noch irgendwas. Warte mal, muss ich mal kurz hier längs gehen. Wir haben mich auch in aussichtslose Situationen verfangen gerade. So, warte mal. Ui, okay. Das funktioniert zumindest. Oh! Nein! Ach, ich dachte, er hält sich da irgendwie fest. Das tut er nicht. Oh, jetzt habe ich mein ganzes Leben verwirkt fast. Oh, komme ich noch irgendwo da hoch wieder? Wenn nicht, ne? Ne. Alter, jetzt muss ich ja irgendwie mich herausmanövrieren. Wow. Das macht das alles nicht leichter hier, ne? Aber... da komme ich ja nicht ran, wenn ich jetzt springe, ne? Das glaube ich nicht. Da kann ich runter. Eigentumballon, okay. Eigentum, ne? Voller Urtle. Getränk mit Segen ist durch. Wenn man den Grünballon zum Platzen bringt, erhalten alle Wasserleben oder im Wasser geboren ist. Okay. Was. Muss mal gucken, was das bringt. Kann ich den jetzt einfach zerstören hier? Okay, ich habe jetzt gedacht, ich krieg. Hab ich's falsch gelesen? Oder im Wasser geworden? Ja, schon mal. Ach so. Okay.
Eisenschrott. Ich habe mir das natürlich nicht durchgelesen, ich Depp. So. Okay, ich bin jetzt irgendwie noch nicht so richtig weit gekommen. Ich bin schon wieder hier bei der Seite. Gehen wir mal hier rüber. Und irgendwie glaube ich, muss ich da längs irgendwo. Ich muss gleich wieder mal ein bisschen Leben nehmen, weil ich glaube, sonst sterbe ich gleich hier. Und dann war es das. Und dann war es das, ne? Jedenfalls ist man nicht sofort tot, wenn man runterfällt. Das hat ja schon mal einen Vorteil. Da geht es aber runter. Wenn ich jetzt hier springe, kriege ich diesen Ast da oben, ist die Frage, ne? Aber ich denke, das klappt. Okay. Das klappt und da können wir auch hoch. Okay. Oh, hier so ein Abgrund und längst zu torkeln ist irgendwie auch nicht so cool. Okay. Komm ich da irgendwo hoch? Da oben, ne? Schaffen wir uns einen Überblick hier. Da hinten sitzt jemand. Da sitzt 1, 2. Da ist so ein Kanonenheini. Oder ja. Nee, er ist da oben gefangen. Zuhören, was er sagt. Ich fühle mich nicht sicher, wenn dieser große Bastard gleich neben uns gefesselt ist. Was für ein Witz. Mastina hat eine seltsame Art, sich auf den Krieg vorzubereiten. Okay, also. Wir können den besiegen da oben, oder wahrscheinlich hat er Angst vor Feuer, da müssen wir, also wie er es gerade gesagt hat. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, nicht hier irgendwas? Da kann man wieder speichern. Das ist doch das, was wir wollen. Mal hoch. Und dann gehen wir hier hin. So. Wir haben noch keinen Gegner besiegt hier, das heißt, wir können hier auf jeden Fall einmal rasten. Und ich würde sagen, wir haben auch relativ viel geschafft, deswegen machen wir auch gleich hier Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und habt Lust. Ja, und bis dahin, haut auf die Glocke, abonniert mich. Tschüss.